die absolut kleinste Maus, die es gibt. Ich habe kurz eine Frage an dich. Jo. Was sagst du zu der Maus? Wir haben auf jeden Fall noch TNT und wir werden es benutzen. Zack, 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 zack. Vielleicht Godbridge. Heute spielen wir mit der kleinsten Maus der Welt. Zumindest die kleinste, die ich auf Amazon gefunden habe. Wenn man sie mit anderen Mäusen vergleicht, dann sieht man auch den krassen Unterschied. Dazu war das Kabel der Maus nur ungefähr einen halben Meter groß, weswegen ich noch eine Verlängerung dazu kaufen musste. Also kleiner geht's wirklich nicht. Ich weiß nicht, was da abgeht, aber das funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll. Wenn ihr meinem Discord noch nicht gejoint seid, dann holt es auf jeden Fall für Giveaways nach, die immer ab und zu da sind. Drückt auch gerne auf den Abo-Button, ist kostenlos, ihr verpasst gar nichts mehr auf dem Channel. Ansonsten immer viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal und heute werden wir die kleinste Maus der Welt testen. Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird, ob es funktionieren wird, was sie kann, was sie nicht kann. Und es wäre schon ziemlich funny, wenn sie viel drauf hat. Aber ich bezweifle es auch ein bisschen. So, Freunde, hier ist die Maus und hier ist das Verlängerungskabel. Das ist halt viel, viel größer als die Verpackung der Maus. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Habe ich auch so noch nicht gesehen, dass das Verlängerungskabel dafür einfach größer ist als die Maus an sich. Auch nicht schlecht. Selbst im Vergleich zu der Cane ist die Verpackung alleine schon. Die Verpackung ist genauso breit wie die Cane. So, hä? Was? Ich verstehe es nicht. Ich würde sagen, wir packen es auf jeden Fall mal aus. Probieren das Ganze mal auszupacken. Hier ist ein Beutel. Okay, ein Beutel wirkt eigentlich immer sehr professionell, sehr hochwertig. Obwohl die nur 9 Euro gekostet hat. Also so hochwertig kann das auch nicht sein. Und hier ist sie. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kannst du halt einfach so an den Schlüsselhänger dran machen. Junge, die ist ja so minimal. Direkt der Vergleich zu der Cane. Ja, das ist die Hälfte. Und dünner. Das ist wie die Cane, nur doppelt so klein. So kann man das vielleicht sagen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch toppen kann. Die ist halt unglaublich klein. Das ist Kabel. Ach, das ist sowas zum Ausziehen. Ach so, okay. Ah, das ist das Höchste, glaube ich. Ja, das ist das Höchste. Das ist das Kabel, was man dazu bekommt. Aber wenn man die so in der Hand hat. Ja, weiß jetzt nicht. So, Freunde, ist jetzt angeschlossen und guckt euch das an. Wenn ich die Maus auf die Hand lege, sie sieht so unglaublich klein aus. Ich verstehe es überhaupt nicht. Wir probieren es natürlich. Wie viel CPS kann sie schaffen? Ich Butterfly? Wirklich, die Tasten sind so unglaublich schrecklich. Das ist ein Butterfly, ne? Das ist insane. Weil dadurch, dass sie so klein ist, trifft man die Tasten kaum. Aber sie macht doch einfach keinen CPS. Linksklick wie rechtsklick. One-Click vielleicht? Ja, One-Click geht schon besser. Komm, bitte. Bitte, einmal die 10. Nein, ich krieg's nicht hin. Oh mein Gott, ist sie schlecht. Das ist, oh mein Gott. Das Ding ist halt, Abuse wird auch nicht funktionieren. Ich abuse, aber es passiert gar nichts. Ein CPS, wow. Wow, oh mein Gott. Das kannst du keinem erzählen. So, Freunde, jetzt ein bisschen MLG Wash. Mal schauen, was hier so abgeht. Das Maximum, was ich habe, ist 5 CPS, perfekt. Dementsprechend ist es ein bisschen schwierig, hier überhaupt oh mein Gott, war es knapp. Hier überhaupt irgendwas zu erreichen. Ich muss halt One-Klicken. Ich kann auch ein bisschen Butterfly probieren, aber Butterfly bringt halt überhaupt gar nichts. Ich treffe nicht mal die Taste, weil die so klein ist mit Butterfly. Es ist so schrecklich. Okay, Freunde, wir probieren ein bisschen Bridgen. Zack, 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 zack. Also, ich muss sagen, also One-Click-Fast-Bridge geht erstaunlich gut. Aber ich glaube, One-Click-Fast-Bridge ist auch das Einzige, was man irgendwie hinbekommen kann. Vielleicht Godbridge. Ja. Zweiter Versuch. Dritter Versuch. Oh, Mann. Vierter Versuch. Das Ding ist, ich kann es nur One-Click probieren, weil es ansonsten Godbridge zu schwierig ist. Ja, zwei Blöcke, das war's. Und tatsächlich, Freunde, was mir aufgefallen ist, wenn ich einfach meinen Cursor richtig schnell bewege, wenn ich so flicken will, es funktioniert nicht. Der Sensor kommt da nicht hinterher. Ich weiß nicht, was da abgeht. Keine Ahnung. Aber das funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll. Oh mein Gott, okay, der war gar nicht schlecht. Ich habe einfach abused, aber es hat 0 CPS gebracht. Perfekt. Genau so. Genau so will ich das. Ich meine, man kann halt Butterfly probieren, aber Butterfly bringt halt irgendwie auch nichts. Ich glaube, One-Click ist viel stärker hier. Stark? Sehr gut. Probier so ein bisschen rein zu jittern. Ich glaube, Jitter ist so mit das Beste, was du machen kannst. Butterfly funktioniert nicht, Tasten sind viel zu klein. Abuse funktioniert 0. Dementsprechend Jitter ist die einzige Option hier. Junge, wie weit ich den geschossen habe. Ich habe Nein nochmal gefragt, was er von der Maus hält. Moin. Ich habe kurz eine Frage an dich. Jo. Was sagst du zu der Maus? Nö. Ich habe hier einen Vergleich dazu. Das ist die Cane, das ist die Maus. Ja, so groß ist die nicht. Nee, das Ding ist halt, das Kabel ist auch einfach nur so einen halben Meter. Das ist so ein richtig kleines und richtig dünnes einfach. Aber die ist halt einfach so halb so groß wie die Cane. Ich habe voll schon ein bisschen... damit spielen so? Ich hab gefühlt so eine Maus, die nimmst du dann, wenn du im Flugzeug fliegst, eine Laptop-Maus brauchst, nimmst du das Ding aber ganz... Ja, so, genau so ein Maus ist es. Ja, wahrscheinlich ist das auch so, dass der irgendwie in einer gewissen Geschwindigkeit die Sachen ausgleicht. Dass du halt quasi nicht, dass er halt ein bisschen für dich mitaimt oder so. Ja, hab ich mir auch schon gedacht, so typisch Büromausmäßig. Kriegt man Klicks auf der Maus? Nee, absolut nicht. Ich habe vorhin schon getestet. Mein Maximum war irgendwie, weiß nicht, 6 TPS oder so. Viel Spaß damit zu spielen, ist bestimmt lustig. So, Freunde, jetzt mal was wir noch nie vorher gemacht haben, nämlich Duels. Haben wir vorher noch nie wirklich gespielt. Hier können wir actually was reißen, weil hier...
Oh mein Gott, Junge. Seht ihr das? Seht ihr das? Hier muss man halt One-Klicken können. Und One-Click ist eigentlich relativ strong mit der Maus und wir haben auch den ersten. Das Ding ist, ich habe keine... Oh mein Gott, ich habe keine Side-Buttons. Das habe ich jetzt erst bemerkt. Ich kann meinen Lava-Eimer und so nicht benutzen. Ich kann meinen Lava-Eimer nicht benutzen. Und mein Wassereimer kann ich auch nicht benutzen. Falls er mich in Lava setzt, bin ich hops. Yo, oh mein Gott, ich habe so gesweatet am Ende. Junge, dass wir das noch geholt haben. So hart am Sweaten. Er hat nochmal so ein Gap. Das ist insane. Oh mein Gott, halbes Herz. Wir haben es trotzdem noch geschafft. Oh mein Gott, die Border kommt schon. Oh, die Kombi. Die Kombo. Kombi, Kombo. Was auch immer. Er hat uns nicht getroffen. Wir waren schon wieder auf einem halben Herz oder so. Irgendwie sowas. War so intens. Mit dem Bogen. Der hat perfekt getroffen, der Pfeil. Mit einer Maus, die so groß wie ein Radiergummi. Let's go. So, Freunde, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt in Bad Wars funktionieren wird. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall austesten. Aber man muss halt sagen, so gut ist sie nicht. Vielleicht halt wirklich, wie Nadia schon gesagt hat, irgendwie, keine Ahnung, kannst du es mitnehmen für so, wenn du irgendwo hinfliegst oder so und dann irgendwie nebenbei im Flieger irgendwie, vielleicht da, vielleicht brauchst du sie da. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ganz fun, mit dem Bad Wars zu spielen. Oh, er hat sich schon weggebaut. Aber aus dem Hinterhalt. Oh! Und das Bett ist weg. Sehr stark. Graues Team direkt zerstört. Mit der kleinsten Maus. Junge, wir sind so strong. Ich muss aber sagen, das Kabel der Maus ist echt gut. Ich verstehe nicht, warum, aber dieses Kabel, dadurch, dass es so mini ist, dadurch ist es einfach so, dass es extrem gut auf dem Tisch bleibt. Es ist wirklich, also dass es auf dem Tisch bleibt, ist extrem gut. Okay, wir bauen uns gerade hoch. Oh mein Gott, zwei Herzen. Zwei Herzen. Er hat einen Goldapfel. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt, mein Moment, Momentum. Oh, okay, let's go. Drei Herzen noch gehabt. Oh, wir haben das Bett. Junge, wir sind, also das ist insane. Nein, oh mein Gott, Gelb ist da hinten. Gelb ist da hinten, der kommt gerade zu mir. Unser Bett ist weg. Jo, der ist auch gar nicht gut equipped oder so. Der ist auch gar nicht gut equipped oder so. Okay, Freunde, weitere Runde mit der Minimaus. Ich bin gespannt, ob sie sich wirklich beweisen kann. Wir werden es herausfinden. Ist nicht unmöglich, ist nicht unmöglich. Das Ding ist halt, alles muss man mit One-Click machen. Wirklich alles. Es ist, man kann echt nicht Butterflyen, man kann gar nichts. Manchmal werden auch die CPS einfach nicht angenommen. Das ist halt so unglaublich schwierig, irgendwas Gescheites hinzubekommen. Okay, immerhin. One-Click-Fastbridge geht. Und wir gehen direkt drauf. Ich glaube, er ist komplett AFK. Ja, er ist komplett AFK. Oh, doch nicht. Doch nicht. Wollt austesten? Let's go. Nice. Den haben wir schon mal runter. Erster Gegner besiegt. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wie ich die überhaupt greifen soll. Ich kann die theoretisch mit zwei Fingern bedienen. Die ist so mini. Die ist so komisch. Im Gegensatz zu meiner Hand. Das ist... Ich weiß... Keine Ahnung. Okay, Freunde. Unser Bett ist leider weg. Aber ich bin bewaffnet. Unsichtbarkeit, Goldäpfel und Iron Sharp 1. Und Blöcke. Nicht sonderlich spektakulär. Okay, da hinten ist mein Feind. Da hinten ist er. Snackt sich gerade die Diamonds. Ja, er ist da hinten. Da, jetzt bemerkt er mich. Wo ist Gelb? Okay, Gelb ist da hinten. Ich weiß nicht, ob er sich suicidet. Es wäre auf jeden Fall smart von ihm. Hat er gemacht. Er hat Feuerbälle. Okay, saved. Goldapfel gegessen. Wir haben auf jeden Fall noch TNT. Und wir werden es benutzen. Zack, erstes TNT geht runter. Ich nehme schon mal das zweite. Ich nehme auch direkt Unsichtbarkeit. Wir sind komplett unsichtbar. Er weiß nicht, wo wir sind. Er rafft gar nichts mehr. Wir sind unsichtbar. Oh mein Gott, Junge, wir haben das trotzdem noch geholt. Oh mein Gott. Let's go. Ich